Ich liebe Videospiele. Sicher, ich lese auch Bücher und schaue mir Serien und Filme an, doch nichts erreicht die Faszination, die ich für dieses Medium verspüre. Und deswegen finde ich kaum etwas frustrierender, als wenn mir Menschen in den Kommentaren zu erklären versuchen, dass das doch nur Videospiele sind und man das doch alles nicht so ernst nehmen sollte. Das sind die gleichen Leute, die sich mit Schaum vor Mund über RTL und Co. aufregen, wenn Videospiele dort nicht für voll genommen werden. Einerseits möchten sie ihr Lieblingsmedium auf der gleichen Stufe wie Filme oder Bücher sehen, andererseits untergraben sie dieses Vorhaben mit völlig beknackten Argumenten. Wenn mir Heavy Rain eine ernste, packende, emotionale Geschichte erzählen will und ohne Unterbrechung als Mischung aus Film und Spiel verkauft wird, dann sollte diese Geschichte auch verdammt nochmal mit den besten Filmen des Genres mithalten können. Es sollte nicht nötig sein, dass Fans mit Ausreden wie der ist schizophren, also gibt das alles voll Sinn daherkommen müssen, um diesen selten dämlichen Plot zu erklären. Ich kritisiere Heavy Rain nicht, weil es versucht, eine Geschichte zu erzählen. Ich kritisiere es, weil es sich damit zufrieden gibt, überhaupt eine Geschichte zu erzählen, ohne irgendwie auf deren Qualität zu achten und die Leute sich damit ernsthaft zufrieden geben. Die Fans selbst entwerten damit Videospiele als Ganzes. Sie setzen ihre Ansprüche möglichst niedrig an, um sich ja nicht eingestehen zu müssen, dass das Beste im Bereich der Videospiele oftmals gerade so zum Akzeptablen in anderen Medien gehören würde. Und diese Entwertung des Mediums scheint sich mehr und mehr durch die gesamte Industrie zu ziehen. Dafür reicht nur mal ein Blick in den Steam-Shop. Zahllose Games werden mir dort für 3, 4, 5 Euro ins Gesicht geworfen. Regelmäßige Sales lassen mich kaum mehr Videospiele zu ihrem Vollpreis kaufen. Die Tage wollte ich mir eigentlich das absolut großartige Fracked OSC kaufen, bis ich den Preis von 15 Euro gesehen habe. 15 Euro für ein innovatives, gefeiertes, einzigartiges Spielerlebnis, das über Jahre von einer Handvoll leidenschaftlicher Entwickler produziert wurde. Und ich klicke da drauf, will es mir kaufen, aber denke mir dann kurz vorher, ich warte einfach auf den nächsten Steam Sale und dann kaufe ich es mir nicht. Ich kaufe mir ein gefeiertes Indie-Spiel nicht, weil Steam mir in den letzten 3 Jahren eingekloppt hat, dass dieses Spiel seine 15 Euro nicht wert ist. Schließlich würde es in 6 Monaten doch sowieso für 4 Euro im Angebot sein. Wie pervers ist es denn bitte, dass mir mittlerweile die Einstellung eingeprügelt wurde, dass Indie-Spiele nicht mehr als 10 Euro kosten dürften? Und was mache ich den nächsten Tag? Ich sehe, dass Singularity, Call of Duty 2 und Timeshift für zusammen knapp 15 Euro im Angebot sind und kauf mir den jahrealten Scheiß. Obwohl ich viel lieber Fracked OSC spielen würde, lässt mich mein Gehirn denken, hey, da sind 3 Spiele zum Preis vom einen, da musst du einfach zugreifen. Diese ständigen Ausverkäufe bei Green Man Gaming, bei Good Old Games und bei Steam, die kostenlosen Spiele bei Xbox Live und PlayStation Plus, wirkten zunächst wie eine großartige Entwicklung im Spielemarkt. Das Ergebnis ist jedoch eine absolut furchtbare Entwertung dieses Mediums. Ich kaufe mir Spiele wie Süßigkeiten einfach mal so nebenbei, Spiele, an denen Menschen jahrelang arbeiten, in denen sie ihr verdammtes Herzblut stecken, landen in einer Liste von 300 Steam-Games, von denen ich die Hälfte niemals angefasst habe. Ja, ich spreche die ganze Zeit nur von mir persönlich, doch in unzähligen Foren-Threads wird deutlich, dass dies ein sehr weit verbreitetes Problem ist. Videospiele werden mehr und mehr zur puren Ramschware. Nicht ganz unschuldig daran ist auch eines der neuesten, populärsten Phänomene im Videospielbereich: Let's Plays. Durch die völlig aus dem Ruder geratene Kommerzialisierung dieses Hobbys steht die Qualität der gespielten Games schon lange nicht mehr im Vordergrund. Selten wurde das deutlicher als durch den Slender-Hype. Slender wurde nicht bekannt und erfolgreich, weil es ein gutes Spiel ist. Stattdessen eignet sich Slender nun einmal perfekt als Futter für Let's Plays. Man muss sich einfach nur vor einer Webcam setzen, bei jedem der 380.000 Jumpscares möglichst laut schreien und mit den Armen wedeln und schon hat man das Material für einen potenziell erfolgreichen Let's Play-Kanal. Glaubt hier irgendwer, dass die 85 Slender-Klone mit der Qualität des Originals erklärt werden können? Slender besteht verdammt nochmal aus einer völlig charakterlosen, scheinbar zufallsgenerierten Map, irgendwo random verstreuten Gegenständen und zufälligen, boah, lautes Geräusch und Bildschirmgekrissel-Jumpscares. Let's Player nutzten Slender, um möglichst einfach möglichst viele Zuschauer zu bekommen. Die Zuschauer spielten selbst Slender, weil alle coolen Let's Player es spielten, und die Let's Player spielten Slender wiederum, weil alle ihre Zuschauer es spielten und sehen wollten. Es ist ein endlos werdender Teufelskreis, in dem Videospiele nicht mehr nach ihrer Qualität bewertet werden, sondern danach, wie gut man sie in ein Let's Play-Format packen kann. Das wurde auf die Spitze getrieben, als ein kleines Spielchen namens Flappy Bird plötzlich für einige Wochen die gesamte Spielewelt eroberte. Zigtausend Let's Plays und eine der obersten Chartplatzierungen im App Store später stritten sich Journalisten plötzlich darüber, wieso Flappy Bird eigentlich so süchtig machend und gut ist.
Flappy Bird ist eine unfassbar billig produzierte Kopie eines seit Jahren bekannten Spielprinzips, zusammengeklaubt aus irgendwelchen random Mario-Assets. Aber Flappy Bird eignet sich nun einmal perfekt, um sich vor der Kamera möglichst öffentlichkeitswirksam darüber aufzuregen. Oh, da bin ich schon wieder in ein Rohr geflogen, wie unfassbar wütend ich gerade bin. Wer hätte damit rechnen können? Ja, und so begann der Kreislauf von neuem. Ein billig zusammenkopiertes Spiel, das, wenn man zahlreichen Hinweisen glauben darf, durch Manipulationen des App Stores überhaupt erst auf die vordersten Ränge gelangte, wird von Let's Playern gezockt, weil man schön darauf reagieren kann, wird von Zuschauern gezockt, weil alle Let's Player es spielen und wird von Let's Playern gespielt, weil alle Zuschauer es zocken. Ein Let's Play-Format hat so viel Potenzial, Zuschauer auf versteckte Spieleperlen aufmerksam zu machen oder ihnen völlig neue Aspekte bekannter Spielereien zu zeigen. Stattdessen wird es heute in erster Linie als unkomplizierte Maßnahme genutzt, um innerhalb kürzester Zeit möglichst viel Kohle mit möglichst wenig Aufwand zu scheffeln. Was für einen Einfluss das auf die Spieleindustrie als Ganzes hat? Ah, scheiß drauf! Sind ja nur Videospiele, muss man ja alles nicht so ernst nehmen. Ich bin auf Familienbesuch, das ist mein perverser Onkel, dessen Namen ich nicht kenne, weil mir das immer unangenehm ist, mit ihm zu sprechen. Das da drüben ist meine Mama und mein Opa ist auch da, hurra. Wenn ihr ein neues Video zu Robin vs. sehen wollt, dann klickt doch mal dahin, da habe ich mich über Console Wars aufgeregt. Oma, bitte! Und da rechts, da spricht der Mats im Nostalgiga über Rare. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache mich jetzt Rare!